Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu den fantastischen Abenteuern von Schulleiter Black. Das ist das neue Spiel hier. Moin, willkommen zurück. Wir sind hier gerade mit Vielsafttrank Professor Black geworden und machen uns hier ein paar Scherze mit ein paar Schülern. Aber als Aufgabe haben wir natürlich das Passwort rauszufinden, wie wir an Wasserspeier vorbeikommen, weil wir in sein Büro müssen. Und dafür müssen wir erstmal den Hauself Scrub finden. Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank an alle, die gestern einen Daumen nach oben dagelassen haben. Und wir gehen jetzt zum Rednerpult und mal gucken, was wir da noch für Schabernack machen können. Professor Black ist zufrieden mit Scrobes Arbeit als sein Hauself. Das weiß Scrob ganz genau. Der Hauself ist doch hier am Rednerpult. Vielleicht muss ich doch nicht noch eine lustige Rede halten, oder? Vielleicht aber auch doch. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den beeindruckenden Bannern von Slytherin geschmückt wird. Ja. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Yay! Yay, Slytherin! Geil! Haben zwar den Hauspokal noch nicht gewonnen, aber es ist schön, dass wir hier auch schon mal zeigen, was das schönste Haus ist. Slytherin-Banner! Keine Fragen stellen. Ob das dauerhaft bleibt? Ich bin mal gespannt. Ich werd wiederkommen in die Halle und werde mir das angucken. Wenn die dann weg sind, ne? Dann hat der gelogen, der Schulleiter. Natürlich hat er das. Scrow! Ja, ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrow schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Okay. Stellst du mich in Frage? Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrow bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Etwas mit Stärke? etwas mit meiner Familie? Stets reinblütig? Nee. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Haben wir es mal im Film gehört? Ich erinnere mich natürlich. Es ist gemeinsam stark, nicht wahr? Der Meister bringt Scrow zum Lachen. Dann war es stets reinblütig, ist ja auch, das kann ja auch nicht sein. Es lautet stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrow denkt, dass der Meister Scrow testet. Ja. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Hab ich aber doch gesagt? Auf Französisch. Ah. Wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scrows Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Zählt das als Geschenk, wenn man ihnen das geschenkt hat? Der als Vielsafttrank Schatz? Lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh je. Oh je. Da kommen die Röpser raus. Gleich ändert sich schon die Stimme wahrscheinlich wieder. Okay, es ist toujours pur. Es ist französisch. Stets reinblütig. Oh. Nicht kotzen. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Okay, wir ziehen uns wieder um. Das war lustig. Fake hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Mhm. Dann müssen wir aber zur großen Halle, ne? Auftrag abgeschlossen. Das Vielsaft-Komplott. Das war lustig. Ist die nächste Question jetzt auch schon da? Hä? Hier ist eine Kiste. Alohomora. Aber auch eine Prüfung zu machen dann im Büro des Schulleiters ist schon wild. So, betritt das Büro des Schulleiters. Da ist die Quest jetzt schon aufgetaucht. Auch keine weitere andere. Dann, ups, machen wir das doch. Karte. Große Halle und dann weit, weit oben war es.
Hier, große Treppe. Gibt es hier nicht noch... Ist das nicht noch weiter oben? Genau, der Trophäenraum ist das höchste, wo ich hinreisen kann. Und da ist dann irgendwo links oder irgendwo noch so ein weiterer Gang. Trollrüstung! Du magst echt nicht, wenn der singt, ne? Hat da echt keinen Bock. Okay. Ach, du hast gesungen. Jetzt bist du traurig, dass dein Kollege weg ist, oder? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die stehen die ganze Zeit nebeneinander. Und wenn einer dann immer so Geräusche macht oder sowas, dann ist der andere genervt und so. Da kann man schon mal wütend werden und, ne, frustriert. Aber die Reaktion ist ein bisschen heftig. Okay. So, hier lang und dann hier durch. Geht es hoch Richtung Schulleitergebäude. Es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Aber da oben wird er auf jeden Fall nicht gestört von irgendwelchen Schülern. Ich meine, am Wasserspeier kommt eh keiner vorbei. Das ist schon heftig. Der ist auch, müsste auch, glaube ich, der höchste Punkt im Spiel sein. Gab es also nicht sogar noch eine Trophäe? Hier lang. Guck mal, hier sind auch coole Statuen. Alles mögliche. Testrale. Hier ist ein Sphinx. Greifen. Alles mögliche. Hier muss ich nicht durch. Das ist auch eine interessante Tür, die ich auch noch nie aufgemacht habe. Einmal nur gesehen. Hier ist der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Genau. Und dann geht die Treppe nach oben. Toujours pur. Ist es nicht toujours pur? Ist es pur? Ich kann kein Französisch. Okay, die Treppe ist da. So, bei Dumbledore war das einfach immer nur Zitronensorbet, das Passwort. Einfacher zu merken. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Naja, aber stets reinblütig ist auch ein Scheißmotto. Jawohl, so kennt man das Büro des Schulleiters. Genau wie im Film. Voll nice. Hey, die da sieht aus wie die Schülerin, die ich im Akio-Duell geschlagen habe. Alles auch viele Bilder von ehemaligen Schulleitern dabei. Was haben wir denn hier noch? Ich bin Hallo, Homura. Zum ersten Mal hier oben, dann kann ich mich hier auch echt mal umsehen. Ich weiß nämlich nicht, ob man hier nochmal rein darf. Ich meine, gut, wer kennt das Passwort jetzt? Vielleicht kann man dann hier immerhin, aber ich werde die Chance nutzen und alles mitnehmen, was die geht. In diesem abgesperrten Bereich. Was ist das für eine Tür? Oh. Das Schlafzimmer des Schulleiters? Lieber Phineas, die Kinder fragen schon nach deiner Rückkehr. Besonders Belfina fragt jeden Morgen beim Frühstück nach dir und beginnt zu schmollen, wenn ich sie erinnere, dass du damit beschäftigt bist, die Qualität ihrer zukünftigen Ausbildung zu sichern. Okay, Sirius und Phineas schicken nur selten eine Eule, aber wenn sie es tun, wirst du darin nie erwähnt. Ich bin mir sicher, dass sie stolz auf dich und alles, was du für Hogwarts tust, sind. Der eigene Vater zum Schulleiter zu haben, ist eine gewaltige Ehre. Moment mal, Sirius sein Kind? Aber das spielt doch 100 Jahre vorher, das kann nicht der Sirius Black sein. Gibt es mehrere Sirius Blacks in der Familie? Der wäre doch ein bisschen zu alt. Oder? Okay, Merlin hilft mir, was? Cygnus hat begonnen zu krabbeln und folgt Arcturus wie ein unliebsamer Schatten. Arcturus bettelt um einen Unsichtbarkeitstrank und ehrlich gesagt kann ich es ihm nicht verdenken. Ich wäre fast geneigt, einen zu brauen, wäre ich mir nicht sicher, dass Cygnus ihn mir einen endlosen Krakelei heimzahlen würde. Kinder unsichtbar machen? Vielleicht sehen wir dich ja in nächsten Schulferien, aber bitte fühl dich zu nichts verpflichtet, wir kommen zurecht, Ursula. Seine Frau? Wie viele Kinder hat der? Vielleicht hat er deswegen auch immer Albträume von seiner Hochzeit. Höh!
Nicht identifizierte Gegenstand Outfit. Ganzes Outfit? Vom Schulleiter? Okay, mehr. Revelio. Okay, gibt's auch irgendwo eine Seite zu snacken? Aber wo? Hier nicht? Muss irgendwo in dem Raum sein? Auch nicht? Da. Das ist der sprechende Hut. Der wird ja auch hier aufbewahrt. Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Voll böse, ey. Kann einfach in den Kopf reinglotzen. Revelio. Wir haben hier aber noch mehr. Hier. Okay, schlafende Porträt. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die tägliche Herausforderung der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche sehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Na klar. Ah, das klingt ja... Klingt hier überall noch. Revelio. Könnte aber eher da oben weiter sein. Okay, Kiste... Hier war ich auch noch nicht drin. Alohomora. Interessant, hier mal beim Schulleiter ein bisschen rumzuschnüffeln. Freiluft. Da sehen wir den Bahnhof von Hogsmeade. Hogsmeade da hinten auch. Das ist ja schön. Revelio. Und wir können hier noch weiter hoch. Wow. Noch ein weiteres geschlossenes Tor. Der große See. Die große weite Welt von Schottland. Hätten wir nicht hier auch von außen mit dem Besen landen können? Was ist das denn für ein Schloss? Das ist ein altes Schloss, oder? Das sieht ganz anders aus. Uralttür. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Revelio. Das ist über den Raum. Oh, schöne Aussicht. Ich glaube, das ist der höchste Punkt im ganzen Spiel. Das ist die Trophäe. So kommt man hier hin. Alter, guck dir mal dieses Fenster an. Das ist ja heftig. Nicht schlecht. Der Balkon natürlich auch. Professor Black, bezüglich Ihres Briefs vom 20. September werde ich den Zulassungsprozess für Hogwarts nicht überdenken. Hochachtungsvoll, Ferris Spavin, Zaubereiminister London. Den Zulassungsprozess für Hogwarts? Was für ein Prozess? Musik haben wir hier noch. Was ist das? Der Schlüssel der Zulassung. Ein Schlüssel der Zulassung? Für welche Zulassung? Hier gibt es keine Seite hier oben. Das wäre auch noch eine tolle Fläche für eine Buchseite. Schlüssel der Zulassung. Was kann ich mit dem öffnen? Ziemlich cool hier beim Schulleiter. Okay, was haben wir denn hier noch? Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was finde ich in dem Buch? Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Die Geschichte von Beetle den Baden? Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Okay. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Was? Das Revelio! Das Buch? Eine Glocke kommt immer noch von hier über irgendwo anders her, ey. Was gibt es denn hier noch? Ah, guck mal, hier ist das Denkarium vom Schulleiter. Dann haben wir hier noch etwas. Kaufbeleg.
Haarwasser, Bartwachs, Bunyumponade, kann mit Perlnut... Was? Kamm mit Perlmuttgriff? Rückenkratzer mit Goldgriff? Klar. Und zu einen sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt. Natürlich bezahlt das Ministerium die feinen Sachen des Herrn. Okay, ich krieg mal kurz im Inventar, ob da noch was bei diesem Schlüssel dran steht. Hier. Ein Schlüssel, in den ein Buch und ein Federkiel eingraviert sind. Der Schlüssel der Zulassung. Ist das so ein Objekt, der sagt, hier, das ist der Schlüssel und jetzt bist du Schulleiter, sozusagen? Das muss das Podest sein. Mhm. Bestimmt sowas, ne? Revelio. Einfach um zu sagen, hier, mit dem Schlüssel bist du jetzt Schulleiter. Und zugelassen von allen. Okay. Jetzt wurden wir reingesaugt ins Buch. Spielen wir jetzt ein Märchen? Das wäre mal geil. Die ganze Geschichte. Wo bin ich? Das wäre nice. Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Ich bin gezeichnet. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Ey, wie schön ist das gemacht? Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Ich habe einen Umhang. Ist das die Geschichte von den Heiligtümern des Todes? Durchquer die Stadt, ohne gesehen zu werden. Ja, und das kann ich natürlich nur, wenn ich den Mantel der Unsichtbarkeit habe. Das ist die Geschichte der Heiligtümer des Todes aus dem Märchenbuch von Beetle den Barden. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Das ist aber optisch mal wirklich voll schön kreativ gemacht. Voll geil. Da ist der Tod! Und wir müssen uns unsichtbar machen, damit der Tod uns nicht sieht. Den Tod austricksen. Mit dem Mantel der Unsichtbarkeit. Aber wie cool das gemacht ist optisch. Wir sind jetzt in Folge 72 und dann wird man noch so überrascht vom Spiel. Ist ja mega. So, Tod darf uns natürlich nicht sehen. Klappt. Nicht zu schnell gehen. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Ja. Hättest du machen sollen. Das ist, glaube ich, nicht die Geschichte... Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier irgendwo sein. Die Geschichte von Anfang an. Also, sie hat ja gesagt, es basiert auf dem Märchen. Aber es ist nicht eine Nacherzählung von den drei Brüdern. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Mhm. Ja, als ob der sich nochmal umdreht. Okay. Trotzdem cool gemacht. Erneut versuchen, ja klar. Aber bitte ab dem zweiten Checkpoint. Ja, das fast. Ist meine Chance. Ich komme nicht. Erstmal wieder unsichtbar machen. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja, ich dachte halt, wenn der sich umdreht, dass das reicht. Aber dass der sich dann auch hier wieder umdreht. Reicht das, wenn der drüben ist? Oder dreht sich noch jemand um? Also jetzt. Das ist besser. Oh, oh, oh. Fast jemand gesehen von der anderen Seite. Da vorne ist eine Treppe. Ja, da muss ich rein. Der da muss weg, der da vorne steht.
ist hier Wasser, ja. Der Tod. Das ist korrekt. Kommt dann auch noch der Stein der Auferstehung und der Elderstab? Muss ich vielleicht so ein krasses Duell machen gegen einen? Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Da landen wieder viele Tode. Ich kann mich gerade nicht bewegen, leider. Also gehen wir schnell die Leiter rauf. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Leiter rauf. Okay, und wo gehen wir lang? Nach da hinten, hier lang. Okay. Sie sind weg. Vorerst. Ja. Ich muss hier verschwinden. Hier versteckt sich auch noch jemand. Wo voll steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Dann gehen wir in die Tür rein. Aber auch endlich mal eine andere Prüfung bisher. Und nicht halt, dass wir wieder in diesen komischen Gewölben drin sind mit den Portalen und sowas. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Ah, da hab ich gesehen. Also kann sich natürlich noch ändern, falls wir hier Fitzgerald erreichen, aber... Hab mir halt auch wirklich mehr Abwechslung gewünscht in diesen Prüfungen. Das war cool. Wo bin ich jetzt hingeschickt worden? Hier. Kann ich hier rein? Die Türen sind halt alle zu. Was ist das? Sammeln? Powertrank? Hier drin? Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier irgendwo sein. Also nicht in die Tür, ich muss da lang. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ich bin ja zuerst zur Tür gegangen, weil ich dachte, da hin, aber ich muss einfach da hinter diesem Wagen. Also hier. Und dann an dieser Position hier nochmal warten. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Das ist der hier, der mich eben gesehen hatte. Der steht aber auf einem Haufen Leichen drauf. Aber danke, dass du dich schnell wegdrehst. Und jetzt wäre es gut, wenn du dich wieder zurück zu den Leichen drehst, oder? Macht er das? Ja. Okay, wir haben's. Oh, da vorne, großer Tod. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Oh. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihm vorbei. Jo. Ja. Ich geh mal hier rein. Die Tür scheint der einzig verschlossen. Ich muss weiter, ich habe keine Wahl. Mhm. Aber danke fürs Türen öffnen. Das ist nett. Hier wird es wieder automatisch langsamer. Kann ich ihn von hinten angreifen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist der tot. Das sind zwei. Der eine guckt noch um. Das ist ja ätzend. Da sind uns noch einer. Wie soll ich denn hier vorbeikommen an den? Das ist meine Chance. Das ist deine Chance? Dann ist es auch meine Chance. Ui, 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 hier rüber. Okay. Dort geht es weiter. Nice. War es jetzt mit der Schleichaufgabe? Kommt die nächste? Das ist der Umhang! Mysteriöser Umhang, das erste Heiligtum des Todes. Damit wird uns der Tod nicht mehr sehen. Ich bin unsichtbar. Okay. Da müssen wir aber jetzt eigentlich durchmarschieren können, oder? Mit dem Umhang sieht der Tod uns niemals. Aber nicht hier lang. Geht's hier lang? Ich kann nicht aufstehen. Oder hier klettern? Wo muss ich lang?
Hier ist alles zu. Ich gehe mal hier lang. Weil hier ist gerade das offene Tor und dann gehe ich hier längs. Ich müsste jetzt mit dem Umhang eigentlich an den vier vorbeilatschen können. Ja, geht auch. Sie können mich nicht sehen. Genau. Ich kann mich ihnen nähern. Ich will nämlich den gar nicht nähern. Ich will nur dran vorbeigehen. Und damit kann man den Tod überlisten. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Richtig. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Sondern? Das ist der Elderstab. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Der Elderstab. Der sieht sogar original aus. Nice. Na gut, der sieht immer so aus halt. Ne? Warum soll er hier im Spiel anders aussehen? Zweites Heiligtum des Todes, der Elderstab. Jetzt müssen wir uns durchkämpfen und duellieren. Mit dem mächtigsten Stab. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Okay. Bombarda! Jawoll, Junge! So ballern wir hier mal die Wand weg, ey. Ein Hühnchen. Irgendwas passiert noch? Nee. Es geht in die Burg. Jetzt kommen Gegner. Wieder der Tod. Ja. Ich hab hier ganz andere Zauber. 2000 Schaden, ey. Selbst mit den normalen Angriffen knallt der Zauberstab aber mächtig rein, ey. Weiß man, warum jeder gerne diesen Elderstab besitzen möchte. Oder heißt nicht jeder, aber bestimmte Zauberer. Habe ich eigentlich noch mehr Zauber hier? Ja, die. Er schießt da von hinten schon wieder. Der Hund wieder, ne? Du? Zauberst du? Zauber ich zuerst. Ich habe die Chance gelassen. Ach komm, der Defindo ging daneben. Oh, der war rot. Wollte ich gerade blocken. Bombarda. Mehr nicht. Okay, nächste Tür ist offen. Elderstab-Aufgabe ist auf jeden Fall angenehmer als das Rumschleichen. Da ist sogar noch was. Mega-Power-Tränke. Danke. Ausweichen habe ich hier aber auch in der Welt. Okay. Oh. Muss ich jetzt gegen den Großen kämpfen? Nee, nee, nee. Voll.
26.000 Schaden, ey. Ist der Troll? Da. Hey! Whoa. Der Troll. Weg von mir. Einer weniger. Oh, der Troll ist hinter mir. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zauber hier, ey. Der Troll lebt immer noch. Jetzt ist er weg. Einer weniger. Oder ein großer ist schon mal weg. Und dann kommt noch ein Troll. Durch, das habe ich gar nicht gelernt, ich selbst. Eieieiei. Ich muss mal vom Troll weg, der nervt gerade. Also 26.000 und der hält einfach so viel aus. Rennt einfach durch Bombarda durch. Junge, was geht mit dir? Wow, das waren zwei mächtige Treffer, ey. Ey, Leute, es reicht. Das ist ja wie ein Arena-Kampf. Ist weg. Aber den Hund weg. Nein, ich habe einen von den Rollen treffen. Werde ich aber schon wieder mächtig rumgeschubst. Und ich habe jetzt kein Flipendo, um das mal gegen die Troll-Keulen auszuprobieren. Lecker noch. Ja, Hund ist immer noch da, ey. Hunde halt mehr aus als die anderen. Ey, es kommen, wie viel kommen da aus dem Boden raus? Noch ein Hund? Noch ein Hund.
Kommt schon, Hund. Greif mich an. Okay, er kommt weg. Okay. Ich muss die stunnen mit dem Stein hier. Ja, nicht so. Bombarda! Descendo! Pulso! Na, ja, hätte ich blocken müssen. Bombarda! Defendo! Da kommt jetzt kommt ein Stein, weißt du? Einer weg. Ich hoffe, das ist der letzte Troll. Eieieiei, das war länger als gedacht. Okay, aber die nächste Tür ist offen. Ich glaube, das war jetzt die Herausforderung für den Elderstab. Das war auf jeden Fall lang genug. Ja, der knallt gut, der Zauberstab und sowas, aber hätte man auch kürzer machen können. Den Kampf. Dann fehlt nur noch ein Heiligtum des Todes, und zwar der Stein der Auferstehung. Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Das war jetzt eine lange Episode heute, aber den Kampf habe ich jetzt hier noch komplett draufgelassen. Optisch auf jeden Fall mal einfallsreich. Mir gefällt es echt gut, weil es mal Abwechslung nochmal ins Spiel reinbringt und das auch in Folge 72. Und wenn euch das auch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für die Episode und dann schaltet in der nächsten Folge ein, wenn wir weitermachen hier mit Fitzgeralds Prüfung. Bis dann, ciao.